Hey Leute, was geht? Mein Name ist Nat und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Altes Live, diesmal als Medic mit dabei, Sollte Schmetter. Moinsen. Und irgendwie hinten im Hintergrund noch Dr. Schokolade. So. Wunderbar. Also die SEC verfolgt uns hier gerade, diese Assis, aber wir sind ja Medic. Und wir probieren es einfach jetzt mal probemäßig so. Einfach mal so ab und zu sporadisch ein bisschen hochzuladen als Medic. So ab und zu mal so einmal pro Woche oder zweimal. Einfach mal immer so hin und wieder mal. Vielleicht mal so eine Ankündigung zu machen, aber einfach wieder mal hochladen. Joa. Das Server restartet irgendwann bald und bis dann nehmen wir noch auf. Ja. Weißt du, wenn du jetzt den SEC Leute überfahren würdest, dann würden wir Arbeitsbeschaffungsmaßnahme machen. Ja. Vor allem, wenn du hinten reinfahren würdest, dann explodiert alles, weil der Tank ist. Und uns dann so ganz kurz fragen, ob die ein paar Bubus haben, können wir fragen mal. Oh, Alter, dieser Zocker Feuer, ey. Ja. Komm, wir fragen die Jungs mal, ob die Bubus haben. Komm, wie sie schon Angst haben, wenn ich angefahren komme. Wo ich eine Strafanzeige gegen die beiden Herren ausstellen wollte, weil die mit gefühlten 80 innerorts gefahren sind. Dabei ist ja eigentlich unverantwortlich, weil damit doch Kinder verletzt werden können. Hallo? Ja, das Problem ist, wir sind nicht die Polizei, heißt, wir dürfen da nichts machen. Die einzige Sache, die wir ihnen anbieten können, ist, ist unseren Schutz, dass wir aufpassen, ob sie dass wir hier bleiben und dafür sorgen, dass sie nicht sehr belästigt werden. Hallo, liebe Leute der Security dafür. Information Company. Nee, das brauchen sie ja nicht, aber... Medizinmann. Ja, ich bin von den Indianern. Ja, jetzt seien Sie mal leise. Ich habe hier das... Seien Sie leise, habe ich gesagt. Seien Sie leise. So. Wie bitte? Lieber Herr Brainy Broadcast, haben Sie irgendwo einen Bubu? Dass wir sehr aufpassen sollen. So, sind Sie bescheuert? Ich rede mit Ihnen. Haben Sie einen Bubu? Kollege Schmettau, der hat einen Kopfschaden. Der hört nicht. Der hat einen Hörschaden. Können Sie das einmal behandeln? Ja, schauen Sie mal. Lieber Herr Fox, haben Sie irgendwo einen Bubu? Warten Sie mal. Ich schau mal ganz kurz, ob Sie irgendwo einen Bubu haben. Ja, geht eigentlich. Ein was? Ein Bubu. Ich sagte, passen Sie mal bitte auf, wo Sie hinfahren. Sonst machen Sie sich irgendwann nur noch eigene Fälle. Sie fahren sehr schnell hier rum. Fahren sehr gefährlich. Also bitte passen Sie damit auf. Aber ich dachte, Sie können doch nicht andere Menschen antatschen. Security Information 2 aus hier. Sie sollten auch vorsichtig sein. Sie haben auch hier einen leichten Kopfschaden. Sehen Sie, Sie haben eine Beule am Kopf. Nee, ich brauche keinen Schutz. Ja, Sie haben vielleicht andere Menschen, aber... Sie haben auch eine große Beule am Kopf. Ja, ich habe eine ganz große Beule in der Hose. Gott. Ja, da sollen Sie sich bitte... Lieber Herr Asus, ich habe einen PC Ihres Namens. Ich habe Ihren Namensverwandten als PC. Zudem möchte ich einmal ganz kurz sagen, Sie haben ebenfalls eine Beule. Warum haben Sie denn alle Beulen? Sag mal, spielen Sie in Ihrer Freizeit Kopf... Nüsse spielen oder wie? Sie sehen total verschändet aus. Das ist auch die Beulenkrankheit. Was? Beulenkrankheit? Gut, dann nehmen wir euch dann nehmen wir euch mal ganz kurz mit ins Krankenhaus. Steigt ein. So kann ich euch nicht gehen lassen. Wie willst du mit? Nee, so geht das nicht. Ich nehme euch jetzt mit ins Krankenhaus, dann klären wir das da. Oh Mann. Ich weiß nicht, wo das Auto ist. Ich kann nicht sehen. Die Beule tut auf meine Augen. Sie sind taub und nicht dumm. Jetzt kommen Sie her. Das auch. Okay, warten Sie. Bezweifeln Sie das bei ihm dann nicht so sehr, dass er nicht so schlau ist. Steigen Sie einfach rein. Ich will nicht schnell fahren. Also nicht sicher. Dann habe ich Probleme. Sagen Sie, der Kollege soll aufstehen. Nicht schlecht. Wir fahren jetzt. Echt jetzt? Wir bieten ihm ein schnelles Ende. Nein. Das brauchen wir nicht. Oh. Sagen Sie, den Kollegen soll jetzt einsteigen. Ein schnelles Ende, oh, das finde ich sehr schade. So. Macht der Blaulicht an. Oh, der Blaulicht, yay. Sie sind ein sehr schlimmer Fall. Alle hoffnungslose Fälle hier. Alle an den Geigen hängen. Warum dreht sich alles bei mir? Beste Film, wir bringen euch jetzt ins Sacred Heart. Dort wird sie Dr. Cock untersuchen. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich will gar nicht mitkommen. Das ist schon komisch. Alleine, wenn ich das jetzt zuschauere. Wenn der auf Deutsch Wand fällt. Tut mir sehr leid, das möchte ich leider nicht. Mal gucken. Wie mit du... Nein, überlebst du das im Kavala-Markt? Weiß ich nicht. Oh.
Warum sind die Blinkelichter eigentlich schwarz-weiß? Oh lol! Warten Sie, wir haben einen leichten Unfall. Komm mal, nein, nicht wegrennen, bleiben Sie hier, nein! Nicht wegrennen, bleiben Sie hier, habe ich gesagt. Da passiert... Ach, die rennen weg, weil die denken, das explodiert. Nein, das explodiert nicht. Kommen Sie zurück. Jetzt kommen Sie zurück und dann boom. Das wäre schon hart, Assi, ne? Aber richtig. Alter, ich würde mich voll aufregen. So, einmal stehen bleiben, bitte. Hallo, das sind Patienten. Würden Sie bitte Abstand nehmen? Liebe Officers, Sie wissen wohl nicht, dass es die, die haben eine Waffengenehmigung. Ja, die dürfen das, Officer. Ich bin der Doktor. Hallo. So, guten Tag, Herr Roman. Warten Sie mal, Sie sind verletzt. Ich bin verletzt. Schauen Sie mal, Herr Doktor. Das ist die Security Information Company. Ich habe hier eine Akte, die gebe ich Ihnen mal kurz rüber. Ja, hier, nehmen Sie die mal ganz kurz entgegen. Da, bitteschön. Diese Jungs haben eine Genehmigung, Waffen zu tragen, da sie für die Regierung arbeiten. Privatunternehmen, was für die Regierung arbeitet. Channel Group changed. Das können Sie gerne ganz kurz im Polizeifunk Ihren Chef fragen. Der wird Ihnen das auch bestätigen. Ja, ich kenne die Firma bereits. Ich kenne sie. Zu gut. So, und diese drei Herren, die sind wirklich nicht so wirklich fit im Kopf. Die haben ein paar Krankheiten und da will ich denen ein bisschen helfen. Die müssen jetzt mit mir ins Krankenhaus. Sie müssen Not-OP operiert werden. Alle drei gleichzeitig. Kommen Sie da drauf. Ja, klar, dann Beeilung. Okay, super, vielen Dank. Los, einsteigen. Auf Wiedersehen. Also ich würde mich auf jeden Fall beeilen und den mal ganz schnell weg mitnehmen. Die wollen nicht einsteigen. Da fehlt doch einer. Da fehlt doch einer. Hast du einen verloren? Ich habe einen verloren. Der ist weg. Mach mal die Sirene aus, die brauche ich nicht. Da fehlt doch einer, der ist abgehauen. Wie, der ist abgehauen? Ja, egal, dann überlasse ich ihm seinem Schicksal. Wenn er kommen will, kommt er zum Krankenhaus, da helfe ich ihm. Wir fahren mal ganz kurz hier in die Parkbucht rein. Unverschämt. Ey, ich habe ihn gefunden. Nimm ihn mit. Wo ist er jetzt hin? Los, steigen Sie aus, liebe Patienten. Kommen Sie mit. Doktoren, wir brauchen Doktors. Wir haben hier ganz viele... Nein, wir brauchen eine Liege hier. Liege Gang 3, hallo. Wir brauchen unbedingt eine Liege, hallo. Mein Kollege wird jetzt hierher kommen. Wo bist du denn? Fahr doch nicht weg. Komm her, ich brauch dich. Kommen Sie mit. Ja, wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Scheiße, der Aufzug ist kaputt, wir müssen die Treppe nehmen. Was machst du da? Hier, kommen Sie hier, hallo, hierher. So, können Sie bitte ganz kurz einmal stehen bleiben und sich hier auf den Boden legen. Hier ist nämlich eine Liege, da können Sie sich hier einmal hinlegen, richtig? Legen Sie sich mal bitte nebeneinander hin. Ich werde mich einzeln um Sie kümmern, so. Erstmal Herr Asus. Kommen Sie mal her. Aber bleiben Sie mal stehen. So. Sie sind leider sehr leicht erkrankt. Sie haben Dummeritis. Sie leiden an Dummheit. Rennt, Kollegen, rennt von mir weg, rennt. Nee, sie sind an den Boden gefesselt. So. Also ich werde sie ganz kurz einmal operieren. So. Operation wird durchgeführt. Kollege Schmettau, kommen Sie her. Ja, so, ja. Kommen Sie her. Sie müssen ihn stabilisieren. Brain, ich hab dich fesselt, rennt, Brain, ich hab dich fesselt, rennt. Ja, warte, Kollege, da wurde nichts durchtrennt. Mach sie da dran. So. Herr Zweos, ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht umgehend damit aufhören. Ich hab ihn. Okay, hast du ihn, dich stabilisieren. Alles klar, Puls 130. Ich drücke. 3, 2, 1. Nochmal. 3, 2, 1. Er ist immer noch dumm, verdammt. Alles klar, stehen Sie auf. Ich konnte sie leider nicht heilen. Sie sind immer noch dumm. Gehen Sie raus. Ihre Krankheit ist unheilbar. Oh mein Gott.
Ja, jetzt kommen wir zu Sie dran, Brainy Broadcaster. So. Nein, nein, Sie müssen sich hinlegen. Sie müssen sich hinlegen. Legen Sie sich gerade hin. Sie machen nur Ihren Rücken damit kaputt. Rücken tut weh. Sie sind genauso dumm. Stehen Sie auf, Sie dürfen auch gehen. Warten Sie mal. Nein! Zuerst geben Sie mal Ihre Waffe, bitte. Legen Sie sie hin. Wir müssen einmal eine Exekution durchnehmen. Nee, doch nicht. Okay. Bleiben Sie mal liegen, wir werden uns jetzt um Sie kümmern. So, ich stabilisiere in Officer, sag ich schon. Ich meine Dr. Schmetter. Kümmern Sie sich und los. Das ist doch alles eine Verschwörung. Sie wollen uns doch nur die Gehirne entnehmen. Das ist alles eine Verschwörung. Sie haben nicht mal ein Gehirn, denken Sie daran. Er kollabiert. Ruhig halten. Ich geb ihm Antibiotika. Nehmen Sie Aspirin. Ich gebe Ihnen Honig. Ich gebe Ihnen Honig mit Milch. Das klappt. Oh mein Gott. Los, wir haben ihn stabilisiert. Nein, Eskaliert. Oh mein Gott. Sie müssen sich stabilisiert. Halten Sie ihn fest. Ich verabreiche mein Serum. Okay, alles wieder okay. Nein, er zittert immer noch. Okay, wir haben ihn stabilisiert. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Er ist tot. Lass mal ihn liegen. Nee, er ist tot. Okay. Sie sind tot. Sie sind tot. Schönen Tag noch. Oh mein Gott. Hast du das hier reingefahren? Ja klar. Ist das dein Ernst? Passt perfekt durch. Okay. Also warum nicht? Kollege Schmetter, wir haben schon wieder einen Todesfall zu verbuchen. Das wird Dr. Cock nicht gut heißen. Ach was. Das Sacred Heart. Verdammt! Alter. Aber der Reifen ist kaputt. Oh. Verdient. Reparierst du? Ja, schnuck ich kurz. Warte, ich will mir selber das gut sein. Ich bin ja nebenberuflich auch noch TÜV. Ja, wir haben ja auch alle eine TÜV-Ausbildung, habe ich gehört. Hier liegen zwei Verbandskasten. Danke für hier liegen zwei Verbandskasten. Ja, die habe ich da hingeschmissen. Gönnen Sie sich die. Danke für diese Heilung. Aber statt zwei Repair-Kits habe ich mir zwei Dingsens gekauft. Die kann mir nicht helfen, ich bin immer noch dumm. Hier liegen ganz zufällig zwei Verbandskasten. Ganz zufällig. Komm, wie die direkt drauf geiern. So, dein hässlicher Wagen ist repariert. Warum hast du mir 3000 gegeben? Ach, der hat mir 3000 gegeben. Ja, hat er mir auch. Brainy Broadcast. Ja, mir auch. Los, komm, wir fahren Streifen. Jo, genau. Dreh auch noch so, dass ich gleich wieder fast nicht hineinfahre. Alter, jetzt bleibst du auch. Steigen. Wir sind die besten Was machst du? Und ich sag schon, Cops, ey, WTF, wir sind die besten. Warte mal, wo fährst du? Lass mich nicht alleine hier. Ja, fahr zur Garage, treffen wir uns wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich weiß nicht, aber nicht länger als 15 Minuten. Ne, ich glaube auch nicht, weil er erst kurz vor 15 Minuten Restart war. Ja. Chillige Sache, ne? Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, aber ich hoffe, ihr mögt das auch so. Das ist eigentlich ziemlich witzig, als Matix hat manchmal seine witzigen Phasen. Nochmal ganz kurz für jeden. Das Server hat jetzt eine Whitelist, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall eine Bewerbung schreiben, die muss jetzt nicht so brutal sein, ne? Es kann eine kurze Bewerbung über euch sein und ihr müsst euch im Forum einen Account anlegen und den dann mit eurer GeoID dann bestätigen, halt bzw. speichern und dann geht das und dann könnt ihr drauf auch spielen. Zwischen 0 und 16 Uhr ist immer die Whitelist aufgehoben und zwischen 16 bis 12 Uhr ist, glaube ich, die Whitelist mal drauf, ne? War das ja, also von 16 bis 24. Also Primetime-Zeiten sind dann die Whitelist drauf und dann zum Schnuppern sind die Whitelist dann halt nicht drauf. Sag mal, wo bist du? Ja, ich fahre dir irgendwo hinterher. Du fällst mir hinterher? Ja, ich bin irgendwo hinter dir. Mein Wagen ist kaputt. Okay. Ich fahre nur noch 113. Nur noch 113? Ja, hallo, normalerweise fahre ich damit 200. Aber wir rufen die Polizei und sagen, hier steht ein herrenloser Wagen. LOL. Na, alles gut bei dir? Ja. Reparier mein Fahrzeug mal kurz eine Runde. Na, brauche ich nicht mehr. Eine Minute Restart. Ja. So Leute, da wo auch Restart ist, genau passend, werde ich die Folge jetzt auch beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut mit den Schmetter, mit den mir.
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.